eine Hyperladung bekommen. Höchste Zeit also für einen Brawler Guide. Beste Taktik, optimale Ausrüstung und erfolgreichste Spielmodi für Colette. Alles in diesem Video. Was ist die erfolgreichste Grundtaktik für Colette? Colette ist besonders stark gegen Tanks mit vielen HP. Ich würde sie sogar den Anti-Tank-Brawler in Brawl Stars nennen. Denn ihr Angriff kann massiv Schaden zufügen, weil ihr Schaden in Prozent von den HP des Gegners abhängig ist. Aber Achtung, das heißt auch, dass sie Mühe hat, Gegner zu finishen, weil sie wenig Schaden macht, wenn ein Gegner tiefe HP hat. Denn dann macht sie nur noch ihren Minimumschaden. Darum braucht sie den Support von weiteren Brawlern, um den Gegnern den Rest zu geben. Die Taktik ist also, mit Colette die HP von Gegnern runterzubringen, damit ihre Teamkollegen sie dann finishen können. Unterschätzt aber nicht den Damage von Colette im Zusammenspiel mit ihrer Super- und der Hyperladung. Damit ist sie stark. Wichtig, gegen fixe Ziele, wie zum Beispiel den Tresor in Tresorraub, macht sie auch einen fixen Schaden. Zu ihren besten Spielmodi und besten Teammates aber gleich mehr. Was ist die effektivste Spielweise der Super von Colette? Benutze Hindernisse und Mauern, um Gegner schnell zweimal zu treffen. Auf dem Hin- und dem Rückweg. Das gibt dem Gegner auch weniger Zeit zu reagieren. Du kannst ihn im Anschluss besser treffen, wenn er nicht zu weit weggeschoben wurde. Das für den Fall, dass du die Star Power Stoß-Sprint verwendest. Die Super solltest du gegen Tanks, die sehr schnell sehr viel Schaden austeilen, sehr vorsichtig verwenden. Zum Beispiel ein Bull. Am besten wartest du zuerst, bis sie ihre Munition verbraucht haben und verwendest dann deine Super gegen sie. Die Steuer für alle Star Power kann helfen, dich zu schützen. Wenn du deine Hyperladung vor der Super aktivierst, folgt der Geist von Colette ihr und macht ebenfalls Schaden. Damit macht sie mit ihrer Super doppelten Schaden und zusätzlich noch mehr Schaden wegen der Hyperladung. Das ist krass. Denk an ihre zusätzlichen Stats-Buffs, die sie mit der Hyperladung bekommt. Zusammen mit der Steuer für alle Star Power ist sie dann fast nicht mehr zu erledigen. Wichtig, wenn du Gegner mit der Super triffst, lädt dir das bereits die nächste Super wieder auf. Wichtige Tricks: Colette Super kannst du verwenden, um Juwelen einzusammeln und dich direkt wieder in Sicherheit zu bringen. Sie kann damit Power Cubes im Showdown stehlen oder Schrauben in Belagerung sammeln. Was ist die optimale Ausrüstung für Colette? Die Stoß-Sprint Star Power kann vor allem nützlich sein, wenn du Gegner aus Bereichen vertreiben willst. Zum Beispiel in Hot Zone oder Jam Grab. In Brawl Ball kannst du damit Gegner vom Ball wegschieben. Sie verlieren dabei auch den Ball. In Showdown und Knockout kannst du damit Gegner ins Gift schieben. Die Steuer für alle Star Power kann nützlich sein, wenn du sehr aggressiv ihre Super spielst. Sie gibt dir ein Schild und mit jedem Brawler, den du triffst, erhöht sich das Schild noch. Diese Star Power solltest du unbedingt in Tresorraub verwenden. Das erste Gadget TP Transformator gibt ihrem nächsten Schuss zusätzlichen Schaden. Und das Haptik-Gadget ist für sie sehr wichtig. Vor allem in Tresorraub. Sie heilt dann 5 Sekunden lang um 80% des Schadens, den sie verursacht. Das ist definitiv das bessere Gadget. Ein Geheimtipp, den nur ganz wenige kennen. Mit dem Haptik-Gadget macht sie auch 20% mehr Schaden an fixen Objekten, also dem Tresor. Nimm bei den Gears Schaden und Schild. Wenn du tiefe HP hast, aktiviert sich das Schaden-Gear und du kannst hoffentlich Gegner schneller erledigen. Du kannst auch eine davon gegen das Plus-1-Gear austauschen, wenn du das Haptik-Gadget verwendest. Was sind die erfolgreichsten Game-Modes für Colette? Ganz klar Tresorraub. Ich empfehle sie, dort zu pushen. Mit wenigen Treffern ihrer Hauptattacke kann sie bereits die Super chainen. Wenn du mit der Super Gegner auf dem Weg zum Tresor triffst, kannst du sogar noch einfacher die Super chainen. Sie macht auf dem Hin- und Rückweg Schaden am Tresor und an Gegnern. Mit der Hyperladung sogar noch mehr. Richtig ausgerüstet nimmt sie dabei nicht mal viel Schaden. Ein Byron kann sie ständig heilen in Tresorraub, während sie immer wieder auf den Tresor dasht. Hier sind die 5 Teams mit aktuell den meisten Gewinnen zusammen mit Colette in Tresorraub. Colette, Colt und Spike, Colette, Colt und Jesse, Colette, Colt und Piper, Chuck, Colette und Colt, Colette, Colt und Edgar. Ein sehr guter Modus für Colette ist auch Duo Showdown. Hier sind ihre besten Teamkollegen für Duo Showdown. Auf dem B-Tier haben wir Fang, Spike, Leon, Dynamite, Crow. Auf dem A-Tier Edgar. Und am besten mit Colette sind Kit und Miko. Außerdem kann sie mit ihrer Stoß-Sprint-Star-Power in Hot Zone, Brawl Ball oder Juwelenjagd gut sein. Je nach Map. Nun bist du bereit, mit Colette Tresorraub zu dominieren. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dir das nächste Video auch anzusehen.